Der Anlass für diese Ausstellung ist, einen Klassiker der Moderne vorzustellen, Karl Otto Goetz. Er war ein Star der 50er, 60er und 70er Jahre, ist heute kaum mehr bekannt und hat aber doch die Grundlagen eigentlich für die abstrakte Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt. Zum Beispiel auch mit Arbeiten, die Sie hinter mir sehen, Bagatelle, ein Werk aus den 60er Jahren. Er hat Bilder gemalt, die mit Geschwindigkeit zu tun haben, die mit dem Zufall arbeiten, die also eine Offenheit darstellen, Offenheit ermöglichen, die es vorher in dieser Weise nicht gab. Er hat viele Schüler gehabt, die von ihm beeinflusst sind, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Gotthard Graupner. Er ist ein Künstler, der wirklich einflussreich war und an ihn wollen wir erinnern, zeigen ihn in seinem gesamten Umfang, also von den frühesten Arbeiten der 30er Jahre bis hin zu dem jetzigen noch aktuellen Werk der Tausender und Nuller Jahre. Also man hat das Werk von Karl Otto Goetz lange mit dem Informellen in Verbindung gebracht. Dieser Begriff ist sicher richtig für das Werk, aber das Werk von Karl Otto Goetz ist ja weit größer, geht über die reinen 50er, 60er Jahre hinaus. Und diese Ausstellung hier zeigt ihn als einen Klassiker der abstrakten Kunst und nicht nur als einen informellen Künstler, der rein in den 50er Jahren zu verankern wäre. Wir zeigen ihn auch weitgehend ohne Zeitkontext. Wir zeigen ihn pur auf der Wand in der großartigen Halle hier von Mies van der Rohe, einem Architekten, der eben auch ähnlich wie Karl Otto Goetz seine Mittel vereinfacht hat. Es gibt sozusagen keine Führungslinie, der man sozusagen von A bis Z ganz einfach folgen könnte. Das hat natürlich auch ein bisschen mit dieser Architektur hier zu tun, mit dem offenen Haus von Mies van der Rohe. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir als Kuratoren wollten, dass man, wenn man die Ausstellung betritt, auf die Hauptwerke des Künstlers, also auf den Mittelteil trifft und nicht auf das Anfang und auch nicht vielleicht auf das Ende. Also wir haben zwar eine ganz späte Arbeit nach vorne gesetzt, aber natürlich beginnt man eine Ausstellung nicht über das Spätwerk. Es ist aber durch das Flyer möglich, die Ausstellung chronologisch abzulaufen. Da sind die Wände auch angegeben mit ihren jeweiligen Zeitabschnitten. Jede Wand steht für eine gewisse Zeit im Leben von Karl Otto Goetz. Karl Otto Goetz kann innerhalb der Gruppe der abstrakten Künstler der 50er und 60er Jahre als Sonderfigur gelten, weil er seine Bilder sehr stark an den Zufall und an Geschwindigkeit geknüpft hat. Dies durch das Verfahren, das er entwickelt hat, das Rakelverfahren, also indem er sozusagen in eine nasse Farbschicht blitzschnell hineinarbeitet, kann er das Bild nicht mehr ganz steuern. Er hat aber gleichzeitig schon vorab sich über die Kompositionen Gedanken gemacht. Es ist also ein Werk, das zwischen Spiel und Kontrolle schwankt. Und das ist was ganz spezifisch
etwas, was man nur bei Karl Otto Goetz in dieser Weise findet. Gleichzeitig gibt es bei ihm sehr viele literarische Anspielungen, thematische Anspielungen, die eben auch zeigen, dass Karl Otto Goetz sehr vernetzt war in Europa, mit Literaten verkehrte, dass er Philosophie aufgreifte, dass er selber Zeitschriften herausgab. All das ist eben auch Teil seiner Bildwelt, die eben durch Titel, durch literarische Anspielungen in diesen Werken zur Anschauung kommt.